Hallo zur Ausgabe Nummer 46 zum Kryptorückblick für den Monat Februar 2022. Und zugegen ist heute als Gast der Marc Spiering. Hallo Marc. Ja, hallo, freut mich. Vielen Dank, dass ich da sein kann. Schön, dass du da bist. Und der Mario ist heute nicht da, aber dafür ist der Ralf da. Hallo Ralf. Hallo, ich grüße euch. Na, alle frisch. Dann mal los heute. Gut, machen wir mal los. Und zwar Gespräche im Februar, tue ich gleich mal erzählen. Im Februar hat man logischerweise den Kryptorückblick für Januar und für Dezember. Da war der Dennis Koray zu Gast und zeitloses Thema waren unter anderem imperiale Werte. Dann hatten wir mit dem Professor Dr. Falco Tappen zwei Gespräche, ein normales Gespräch über Krypto und Steuern und ein Tutorial zu den Delta-neutralen Handelsstrategien. Auch sehr interessant. Und wir hatten meinen Freund Christoph Bergmann zu Gast und haben über sein Buch geschrieben. Das Buch heißt Die verrückte Geschichte vom Aufstieg eines neuen Geldes. Wir haben aber unseren Podcast genannt Bitcoin, die unheimliche Geschichte vom Aufstieg eines neuen Geldes. Also Tor, ich muss dich ein bisschen berücksichtigen. Du hast gesagt, wir hätten den Podcast geschrieben über sein Buch. Wir haben besprochen. Den Podcast. Danke, Ralf, für das aufmerksame Zuhören und das Korrigieren. Danke. Und dann rede ich gleich weiter, bin ja gerade so im Redefluss. Mein Freund Jimmy Song, der ist halt die Freundschaft, der hat halt beispielsweise jetzt ein paar Statistiken rausgebracht, die ich recht interessant fand. Er meint, dass die Kryptoinvestoren überwiegend männlich sind, also zu 3/4 und tendenziell jung, um die 38, so Durchschnittsalter. Da sind wir beide, Ralf, ja ein bisschen drüber. Aber im Gegensatz zu den Kryptoinvestoren sind die Krypto-Neugierigen mehrheitlich weiblich und tendenziell sogar etwas älter, also 44 im Durchschnitt. So, und das deutet natürlich darauf hin, seiner Meinung nach, dass Bitcoin definitiv aus der Early-Adapter-Phase rausgekommen ist oder rauswächst und sich langsam zu einem Massenprodukt entwickelt. So, eine weitere Statistik fand ich auch interessant zu El Salvador. Da kommen wir später nochmal dazu, am Ende des Podcasts. In El Salvador gab es durch die Einführung von Bitcoin als legale Währung, als Zweitwährung sozusagen, offizielle Währung im Land, gab es 30% Zuwachs in der Tourismusbranche in den November, also in den letzten zwei Monaten des letzten Jahres, 2021, November, Dezember. Und das Bruttoinlandsprodukt oder Bruttosozialprodukt war erstmals in der Geschichte zweistellig und zwar 10,3%, fand ich auch bemerkenswert. Und im Januar. Das wurde vorausprognostiziert und es hat keiner geglaubt und es ist eingetreten. Ob das nur ausschließlich durch den Bitcoin, Einführung von Bitcoin in staatliche Währung war, aber ich glaube auch sehr viel positive Propaganda von außen hat dazu geführt, dass dort einfach auch, ich sag mal, mehr Ruhe im Land entstanden ist, ja. Und ich denke, das geht so weiter. Das ist meine Voraussage für 2022. Genau, gut, das schauen wir uns mal an, Ralf, ne? Mal näher. Ja. Also zum ersten wollte ich noch sagen, ja, das kann ich bestätigen. Ich kriege auch immer mehr Anfragen von älteren Personen. Ich bin jetzt seit 2015 im Markt drin. Und da waren es wirklich, da sind schon ein paar Ältere mit bei, aber jetzt nicht zu sehr. Und jetzt ist wirklich, merkt man immer mehr, dass auch immer ältere Personen. Ich selber berate ja auch Kunden und ich habe auch viele 60-, 70-Jährige, die ich da berate und zu denen nach Hause fahre. Und da muss ich auch wirklich feststellen, dass es wirklich auch immer mehr zunimmt. Ne? Und was man natürlich nicht vergessen darf, die älteren Personen kommen auch immer leichter rein in den Markt. Ja? Durch diesen technologischen Fortschritt, durch diese Adaption ist es schon relativ simpel, mit einfachen Apps auch schon Kryptowährungen zu kaufen. Ne? Das war einfach noch, wenn ich noch zurückerinnere, 2016, 17, Auszahlung von Kryptowährungen war schon recht kompliziert gewesen. Also nur mal die Kryptowährung jetzt mal in Fiat zu tauschen als Beispiel. Da gab es damals diese Zapo Debitcard und da gab es vielleicht noch ADV Cash. Und da gab es nicht so viele Möglichkeiten. Da gab es auch noch nicht viele Bankanbindungen und so weiter. Und heute geht das wirklich relativ schnell.
Aber leider muss ich feststellen, landen da viele auf den, ja, auf den falschen Plattformen, ja, wo einfach keine richtigen Wallets gibt, sondern eher so eine Art wie, ja, wie Kryptowährung, wie so Wertpapiere sozusagen gehandelt werden, ja. Hast du bei den älteren Kunden sozusagen auch Leute dabei, die so, naja, ich sag mal, bewandert sind, dass die private, also eigene Wallets Custody, Private Custody machen, oder? Nein, gar nicht. Nee, das ist, kann ich nicht sagen. Das ist denn auch zu komplex. Ja, das ist, denke ich, noch zu weit weg. Wird sicherlich einzelne Personen geben, aber jetzt aus meiner Erfahrung, Schatz, eher nicht. Also meistens liegt das denn auf der Börse. Und da brauchen sie ein bisschen Hilfe, auch jetzt bei einfachsten Sachen. Also noch, bis noch unsicher sind auch die Leute, ja, mit dem Wegschicken, mit dem Kaufen. Und dennoch mit den, ja, weiß ich jetzt 0,25 Bitcoin oder Satoshi oder, viele glauben auch noch, oder sie können noch nur ein Bitcoin kaufen, er ist nicht teilbar. Also gefühlt schon noch ein bisschen allgemein an den Wissensstand aufzufüllen. Ne? Aber es ist schon richtig, die Bedieneroberfläche ist besser geworden. Auch bei den Hardware-Wallet-Anbietern, zum Beispiel auch SecureX, kannst du halt auch eingebaut über Kreditkarte Kryptos kaufen. Und es gibt ja auch Fintech-Unternehmen wie Revolut oder Virex, die auch selber Kryptokonten quasi anbieten, sodass der Einstieg, da reinzukommen, erstmal ein bisschen einfacher ist. Aber da muss ich sagen, Revolut finde ich nicht so gut. Da ist wirklich Bison besser, weil du kannst von Bison Krypto wegüberweisen auf Krypto, was du bei Revolut noch nicht kannst, obwohl es seit Monaten oder fast Jahren ankündigt. Seit Jahren. Das ist schon richtig. Aber bei Bison hast du wieder ein anderes Problem. Die machen die Auszahlung manuell. Da kann es mal locker 3 Werktage dauern, bis du deine Bitcoin irgendwo anders auf einer Wallet hast. So, aber ist richtig, es gibt immer mehr Angebote und die werden halt auch immer bedienerfreundlicher und dadurch kommen natürlich auch immer neuere Kundengruppen mit rein. Und bei Bison habe ich natürlich auch ein paar Hintergrundinfos. Ist es halt so, dass viele Bison für den Ersteinstieg nehmen, weil es halt recht teuer ist und dann halt auf andere Plattformen abwandern, wenn sie da ein bisschen versierter sind. Ja. Hier in der Schweiz ist es Revolut. Also die Leute, die ich kenne jetzt, die steigen meistens über Revolut ein. Aber es ist richtig, bei Revolut kannst du nicht abverfügen und auch nicht einzahlen. Das funktioniert halt noch nicht. Aber das erzählen sie schon seit 1,5 Jahren, dass sie es mal machen wollen, und 2 Jahren. So, El Salvador war ich fast fertig. 13% mehr Waren haben sie exportiert jetzt im Januar 2022 im Vergleich zum gleichen Monat im letzten Jahr. So, kommen wir zu den Neuigkeiten aus der Kryptowelt. Das waren jetzt die Statistiken. Marc, willst du anfangen? Hast du ein paar Sachen? Ja, gerne. Also ich kann sagen, da die von Indiens Finanzministerin, die Nirmala Sitharaman, wenn ich das richtig ausspreche, es gab jetzt sie haben praktisch den Kryptohandel erlaubt. Es gibt einen Nachteil, also es soll bis zu nur 30-prozentige Steuer auf die Kryptoeinnahmen erhoben werden. Das gilt auch für Staking- und Mining-Erträge. Das sind jetzt Informationen, die ich habe. Nichtsdestotrotz, Indien ist natürlich ein riesiges Land. Und mehr als der Hälfte der Indier, die sind unter 30 Jahre alt, das darf man nicht vergessen, ja. Und da bietet sich natürlich extrem große Chancen zu den Ganzen. Und wie ich auch erfahren habe, wollen sie auch eine digitale Rupie einführen. Die soll dann auch auf Blockchain und anderen DLT-Technologien basieren. Das ist eigentlich das, was ich so erfahren habe in dem Bereich Indien. Naja, gut, etwas, was hier nicht draufsteht, aber was mir drüber gelaufen ist, selbst die USA rätseln ja zurzeit, ob sie vielleicht einen Ersatz oder eine zweite Rückwärtswährung oder zum Dollar brauchen. Die denken ja wohl angeblich jetzt auch darüber nach, den Bitcoin sozusagen als Währung vielleicht doch zu akzeptieren, irgendwie sowas wie Gold oder um sich weiter abzusichern. Also da scheinen ganz komische Diskussionen im Hintergrund stattzufinden, aber was daran wirklich stimmt und wie ernsthaft das solche Gerüchte laufen, habe ich noch keine Ahnung. Ich denke eher, dass das ein Gerücht ist, weil die Stärke der USA ist der US-Dollar. So, und bevor die da irgendwas anderes nehmen, wo sie keine Kontrolle drüber haben, da werden die eher Diem zulassen, weil da natürlich wieder ein amerikanisches Unternehmen dahinter steht, was mit den 3 Buchstabendiensten zusammenarbeitet und natürlich auch amerikanische Politik durchsetzt.
Weil du gerade Diem sagst, das war aber auch im Februar eigentlich eine Ankündigung. Also Diem hat nach dem, was ich weiß, seinen Betrieb eingestellt. Also das heißt, die Tochter, die in der Schweiz dort den Diem ehemals ja die Facebook-Währung, die hat, glaube ich, ihre Beendigung des Betriebes angekündigt, weil sich Facebook derzeit entschieden hat, das nicht weiterzumachen. Facebook hat ja auch sein Business, also die ganze Abteilung oder Division, die diesen Diem entwickelt hat, komplett verkauft. Nun weiß ich nicht, war das schon im Januar oder war das im Februar? Ich denke, es war im Februar. Verkauft heißt, es hat jetzt jemand anders. Es hat jetzt jemand anders die Technologie, die Intellectual Property wurde verkauft und ein paar Entwickler. Was der oder diejenigen, der Käufer, der es gemacht hat, da müsst ihr gleich nochmal recherchieren. Das ist nicht entschieden, aber es ist ja durchaus eine gute Programmiersprache mit dem Namen Move entstanden. Und das wurde auch mal analysiert durch das Blockchain Competence Center an der Hochschule mit weiter. Das sind ja alles Programmierer. Die Programmiersprache dafür und das ganze eigentliche DLT-Konzept soll wohl hochgradig effizient sein. Gut, das ist jetzt auch letztendlich wieder eine zentrale beziehungsweise eine Blockchain gewesen wäre, wenn es umgesetzt worden wäre, wo, ich sag mal, nur 100 Unternehmen als mögliche Validatoren auftreten. Aber das ist ja, der Konsensusmechanismus soll wohl sehr effizient sein, nach dem, was man da untersucht hat. Die Programmiersprache auch höchst einfach, objektorientiert und sehr stabil, sehr effizient. Und natürlich, es ist ja schon viel Geld reingeflossen. Und ich glaube, man hat sogar mehr als 800 Millionen Euro für die Intellectual Property bekommen. Also insofern, natürlich wird Facebook auch insgesamt miese damit gemacht haben, weil ich denke, dass die an das Konsortium, was gegründet worden ist, sicherlich auch noch einige Rückgaben oder haben. Aber was da genau im Hintergrund abläuft, das ist mir nicht bekannt. Das MINA-Protokoll, also die 28 oder 22 KB große Blockchain, die mit Zero-Knowledge-Proof-Technologie, die wird auch nicht größer, sie bleibt immer so groß, funktioniert. Die hat angekündigt, dass auf dem Mainnet dort Smart Contracts auch mit Zero-Knowledge-Proof-Technologie laufen sollen. Ich habe da noch keine Details weiter. Aber ich hoffe, dass ich entweder noch im März oder im April für das Blockchain-Meetup Saxony jemand von der MINA-Community, ich sag mal, verpflichten kann, wo es dann hoffentlich ein sehr, sehr technisches Meetup gibt, wo uns das mal ein bisschen ausführlicher erläutert wird. Und ich denke, dass dieses Protokoll bzw. diese Blockchain hat eine gewisse Zukunft. Also ich denke, dass deren Werte in der Kryptowährungsreihung nach oben steigen wird. Ich kann nur jedem raten, also ich habe es schon vor ein paar Monaten gemacht, da vielleicht mal das ein oder andere Geldstück, was übrig ist, zu hinterlegen und einzutauschen. Kann ich auch raten. Ich habe auch welche gekauft. Also liebe Zuhörer, kauft sie, damit wir unsere MINA Münzen teuer wieder verkaufen können. Ja. Ja. Ja, so funktioniert es. Bei Aktien genauso. Das ist klar, das die ist Unternehmen, die Unternehmen gibt eine Aktie für 100 Euro raus und dann einer verkauft es den anderen immer teurer. Thomas, du bist nicht in Deutschland. Ich oder und Mark nehme ich auch an, sind in Deutschland. Nicht, dass wir hier von der BaFin jetzt eine Anranzung kriegen, weil wir versuchen, in Deutschland Kryptogeschäft zu animieren. Das möchte bitte noch im Trailer sein. Nein, wir machen keinerlei Finanzberatung. Ja? Die Beratung so machen was. Wir nicht. Wir geben nur persönliche Meinungen kund. Ja, ja. Ich bin ja in der Schweiz. Ich bin in der Schweiz, was die Finanzen. Ja. Ja, dann bin ich bei der BaFin am Arsch, weil ich offensichtlich der Einzige bin, der hier noch in Deutschland ist. Dann bist du selber schuld, Ralf, muss ich mal so sagen. Der Letzte macht Licht aus. Aber eigentlich wollte ich von dir was zu Cardano hören, Ralf, und nicht zu MINA. Cardano? Dein Lieblingsprojekt. Ja, also ich kann noch was zu Cardano sagen gleich. Also sie haben die Blockgröße erweitert um weitere 11%. Das heißt, sie haben um weitere 8 KB erhöht auf 80 KB.
weil es gab ja da jetzt Probleme. Sie wollen ja einfach mehr Schnelligkeit draufkriegen. Da kommen wir auch gleich zu dem nächsten Thema. Sie hatten ja EDEX, die zweite DEX, gelistet. Und vor kurzem war ja der Launch von SundaeSwap und da gab es ja extreme Schwierigkeiten, gerade was die Schnelligkeit angeht, die Verarbeitung der Blocks. Sie wurden praktisch überrannt, konnten sich aber noch einigermaßen gut aus der Fähre ziehen. Der Kurs hat jetzt nicht viel, hat jetzt nicht so groß viel bewegt, jetzt im negativen und im positiven Bereich. Und ich denke, jetzt skalierungsmäßig ist da Cardano auf einem guten Weg. Bin auch ein Cardano-Fan, muss ich sagen. Ist eine meiner größten Positionen. Und ich bin gespannt, was da jetzt in Zukunft noch alles weitere kommt. Sie haben einiges vor. Also, Mike, jetzt musst du mich mal aufklären. Cardano, ich habe da, was ist denn das? Ich habe da noch nie von gehört. Cardano, also wir reden jetzt, also Cardano ist ja das Projekt, oder? Insgesamt, und da gibt es natürlich noch die Kryptowährung ist jetzt ADA. Sie gehen jetzt den Weg in eine Smart Contract Plattform. Mhm. Wollen sie es immer mehr integrieren. Man sagt auch, viele sagen auch die Ethereum Killer, sie gehen einen ähnlichen Weg. Die Schlüsselfigur ist Charles Hoskinson, der Chef von der IOK. Sind praktisch aufgeteilt auf mehreren Bereichen. Cardano ist, ich glaube, jetzt aktuell sogar gehört immer noch zu den Drittlieblingsprojekten in der ganzen Krypto-Community, auch wenn sie jetzt von der Marktkapitalisierung ein bisschen abgerutscht sind, glaube ich Platz 8, Platz 9. Aber sie haben eine riesige Fanbase, sehr, sehr optimistisch, was das Ganze angeht. Man muss natürlich schon sagen, die Entwicklungsschritte sind langsam, was in der Vergangenheit passiert ist. Sie machen langsame Fortschritte. Aber das ganze Projekt ist sehr, sehr technisch, wissenschaftlich und sie prüfen alles doppelt und dreifach, er sie jetzt etwas implementieren und solche Fälle, so eine Ausfälle jetzt wie Solana, die jetzt, glaube ich, in den letzten 6 Monaten 3 Ausfälle hatten. Sowas habe ich jetzt, seitdem ich das Projekt verfolge, Cardano, jetzt überhaupt noch nicht mitbekommen. Also sie machen es langsam, aber sie machen es gut, sag ich mal, ja. Mhm. BlackRock habe ich geschrieben. Ist das eine gute Nachricht, dass die in den Kryptomarkt einsteigen wollen? Für viele schon, denke ich schon. Echt? Warum? BlackRock ist natürlich der größte Vermögensverwalter. Sie verwalten nach meinen Recherchen ein Vermögen von über 10 Billionen US-Dollar für institutionelle Kunden. Und sie wollen jetzt über die Aladdin Investment-Plattform, wollen sie mehr institutionelle Kunden ganz einfach ermöglichen, mit Kryptowährung zu handeln. Ja, deswegen denke ich auch, dass viele auch jetzt das jetzt auch als Anreiz sehen, wenn jetzt BlackRock einsteigt. Ich denke, die sind schon lange drinne, ja, natürlich. Aber ich denke, wenn das jetzt so öffentlich kommuniziert wird, dass auch viele sagen, okay, jetzt gehen die auch noch rein, kommt dieses Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen, dass viele Leute dann sagen, okay, jetzt spätestens jetzt muss ich rein. Oder ich weiß natürlich nicht genau, welche institutionellen Kunden da natürlich warten. Die gehen natürlich dann nicht mit ein paar Millionen rein, sondern mit ein paar Milliarden. Und ich denke schon, dass BlackRock das regulatorisch so machen wird, dass es viele institutionelle Anleger da sehr, sehr einfach auch in den Kryptomarkt investieren können von der Gesetzeslage her. Deswegen ist es für mich auch ein sehr bullisches Zeichen. Es ist ein bisschen untergegangen. Es wurde jetzt nicht so, es ist jetzt nicht so stark durch den Kryptomarkt gegangen. Aber ich habe diese Informationen da jetzt für den Februar noch ausgesucht, ja. Naja, was ich noch neu fand, das hat ja ein bisschen ein Gerücht stattgefunden, findet immer noch statt, dass man jetzt den Hacker gefunden hat, der angeblich die DAO gehackt hat. Und da gibt es ja auch ein Buch, das ist so von Laura Schien erschienen vor knapp 10 Tagen, The Cryptopians. Und wir können ankündigen, dass wir ein Interview mit dem Creator der DAO, Christoph Jentsch, gemacht haben. Und dass er dort gesagt hat, er schätzt es so ein, also er weiß, weil er die DAO ja programmiert hat, worüber er redet, denke ich. Er schätzt ein, dass zu 99% das, was dort in dem Buch aufgedeckt worden ist, stimmt. Dass der Topi, der da mit Julian Host zusammen 10x gegründet hat, dass er derjenige, welcher zu sein scheint, der wirklich dort sozusagen dieser DAO-Hacker war in 2016. Ich selbst habe ja jetzt über 2 Jahre mit Christoph zusammengearbeitet in seiner Firma, bin auch als Mitarbeiter.
Wir hatten ja ganz früher auch, als er noch nicht bei der Ethereum Foundation war, eine Fahrgemeinschaft. Aber darüber kann man sich in einem unserer nächsten Podcasts dann anhören mit dem Interview und seiner Meinung dazu. Ich kann auch das Buch empfehlen, The Cryptopians. Leider kann man es als Papierbuch nicht bestellen. Es ist ausverkauft bei Amazon, bei Thalia. Man kann es aber sich elektronisch downloaden. Ist auch ein bisschen günstiger als auf dem Kindle, kann jeder lesen, aber ist nur auf Englisch verfügbar zurzeit. Da wir gerade bei Hacks sind, fällt mir gerade ein, auch Coinbase hat jetzt einen Patch veröffentlicht. Bei dieser Lücke, bei dieser Sicherheitslücke, die schon ziemlich lange bestand, kann man einfach durch Ändern der Coin-Bezeichnung, der Münzbezeichnung, die gleiche Münze für einen anderen Preis verkaufen. Also Beispiel war, dass man über die API die Shiba-Token, die eigentlich nicht viel wert sind, zu Bitcoin-Preisen hätte verkaufen können. Also ein ziemlich derbes Ding. Und das ist jetzt nach langer Zeit durch das Riesenunternehmen Coinbase erst gefixt worden. Ja, aber ich meine, wir haben da jetzt dauernd solche Hacks, die da rauskommen. Oder es zeigt sich auch, dass die Hacks letztendlich alle nachverfolgbar sind. Ja. Bitfinex hat man ja auch, die 3,6 Milliarden Dollar oder was das mittlerweile war. Das heißt also von der Sache her, die Pseudonymität oder sogenannte Anonymität, dadurch, dass man immer einen On- und Off-Ramp hat, um in den Kryptomarkt zu kommen oder wieder rauszukommen. Letztendlich sind die Analytics-Firmen so wie Chain Analysis oder so mittlerweile so weit, dass sie ja auch demixen können. Also sprich, es wurde dort ja auch ein Wallet, was als Mixer-Wallet für Bitcoins galt, wurde ja da schon auch so offengelegt, dass es also dass man Mixer verfolgen kann, aus denen etwas rauskommt und dann noch dreimal wieder alles mixt und rausmixt. Also sonst hätte man ja die Bitfinex-Hacker sozusagen oder zumindest das Geld und die Keys von dem Bitfinex-Hack, ob das die beiden, also das Ehepaar aus New York wirklich selber waren oder ob die nur die Geldwäsche machen, das weiß man ja noch nicht. Werden wir irgendwann vielleicht erfahren, Netflix hat sich ja die Rechte gesichert, um das verfilmen zu dürfen. Müssen wir schauen. Aber wir wissen aus der DAO-Verfolgung jetzt letztendlich, dass durch die intensivste Recherche der Laura Sheen und Chainalysis in Kombination und andere, dass eben der DAO-Hacker höchstwahrscheinlich identifiziert worden ist. Ja, Leute, es zeigt sich immer wieder, Bargeld ist viel besser zur Geldwäsche, wenn man es denn nutzen will, geeignet als Blockchain. Und es wird der Bitcoin und andere Blockchain-Technologie immer noch von der Politik und der Geldelite so schlecht gemacht, obwohl das alles ja gar nicht stimmt. Es ist eigentlich eine saubere und eine ehrliche Technologie. Ja, sauber auch deswegen, weil immer mehr grüne Energie für Konsensusmechanismen, die auf Proof of Work arbeiten, genutzt werden. Und sauber auch deswegen, weil Geldwäsche fast immer mehr unmöglich wird. Und naja, schauen wir mal, wie lange das noch so geht. Aber ich denke, der sogenannte, wir haben es genannt in meinem Meetup, da haben wir definiert, wenn mehr als 50% aller Werte in Krypto oder aller Geldzugänge in Krypto möglich sind. Singularität? Das ist diese Blockchain-Singularität, genau. So haben wir es genannt. Ja. Irgendwann kommt und gibt das. Na, und wenn jetzt die Großen wie BlackRock da einsteigen, schauen wir mal, wann es soweit ist. Zu Chain Analysis möchte ich noch bemerken, wir hatten ja den BTC-Tester bei uns im Interview vor einigen Monaten. Im Prinzip habe ich ja da auch ein paar Infos. Die Heuristiken, die anwenden, sind relativ übersichtlich. Und die Wasabi-Wallet hatte ja damals schon erzählt, dass, glaube ich ebenfalls, dass die durch Nutzungsfehler relativ schnell die Transaktionen, die eigentlich am Anfang gemischt und verdeckt sind, auch wieder zugeordnet werden können. Und das, denke ich mal, ist das häufige Problem, dass dann die Nutzer gemixte Münzen mit ungemixten mischen und dann dadurch natürlich wieder ihre Privatsphäre aufgeben.
Aber wir hatten es auch gerade wieder mit den Stellen überwacht und sowas, also die Ein- und Ausgangsstellen in Krypto sind überwacht, das ist klar, durch diese sogenannte KYC, also Know Your Customer, diese ganze Nutzeridentifikation. Aber was ich jetzt auch ein ziemlich starkes Stück fand, war, dass eine dezentrale Börse auf der Binance Smart Chain mit dem Namen PancakeSwap ab, ich glaube jetzt 8., 9. März, wollen die iranische Nutzer aussperren. Und es gab da noch eine Liste in dem Artikel, dass die Nutzer von Weißrussland, Kuba, der Demokratischen Republik Kongo, Irak, Nordkorea, Sudan, Syrien, Simbabwe und die Bewohner der Krim schon bisher ausgeschlossen sind. Und das finde ich für eine dezentrale Börse doch ein bisschen derb. Also ist da doch ein ziemlich zentrales Regime hinter dieser pseudo-dezentralen Kryptobörse. Ja, da müssen wir wirklich überlegen. Unser Podcast-Titel heißt ja DeFi, ne, dezentrale Finanzen. müssen wir irgendwann mit der Lupe auf die Suche geben, ob es wirklich noch dezentrale Angebote gibt oder die als solche sich deklarieren, ob sie wirklich dezentral sind. Ne? Na, schauen wir mal. Aber ich bin guten Mutes, dass der DeFi-Markt nicht verdereguliert wird oder ja, verboten wird. Schauen wir mal. Ja, der Druck wird einfach immer größer, das nimmt immer mehr zu und das konnte man jetzt auch bei verschiedenen anderen Projekten beobachten, dass da immer mehr Sachen entschieden worden sind, die eigentlich kaum vorstellbar sind, also die praktisch gegen die Kryptowerte sind. Und da hätten wir jetzt zum Beispiel auch da Kanada friert Bitcoin im Wert von 20 Millionen US-Dollar ein. Solche Geschichten hat ja noch der CEO von Kraken, müsste es gewesen sein, noch gesagt, zieht eure Kryptowährung ab von den zentralen Stellen, macht sie auf ein extra, auf ein Hardware-Wallet. Und auch da hat sich Regierung eingemischt. Natürlich, wenn du reguliert bist, kommt natürlich das große Geld rein, sag ich mal. Aber du musst ja in gewissen Regeln halten. Ich arbeite sehr viel mit Bitpanda, musste das selber schon oft feststellen. Mein Konto haben sie auch schon zweimal eingefroren gehabt und von vielen Kollegen auch. Also sobald da mal ein bisschen mehr Geld raufgeht oder abgehen soll, muss man erklären, woher es kommt. Ne? Und da ist natürlich auch ein extremer Druck. Aber ich denke, wenn der Markt weiterhin wachsen will, ist diese Regulierung notwendig, ganz klar. Die Frage ist halt, wie weit, ne? Wie weit? Und ich hatte noch letztes Jahr auch noch einige Privacy, beziehungsweise ein Privacy-Projekt noch in mein Portfolio. Und das habe ich auch komplett rausgenommen, weil ich einfach sehe, dass der Druck einfach zu stark wird für diese Privacy-Projekte. Und dass ich da kaum mögliche Aufstiegschancen sehe, wenn er schon ziemlich hoch gelistet ist. Also sage ich mal eine Top 300. Und deswegen bin ich kein großer Fan von. Jetzt hatte mir letztens jemand gesagt gehabt, das hältst du von den von der Pirate Chain, von diesen A, von diesem A-Projekt, diesen A-Token. Ja. Er hat einen ziemlichen Run gehabt, aber war mir jetzt auch schon zu hoch bewertet. Ich kannte ihn schon länger. Und auch da muss ich sagen, wie gesagt, da sehe ich kaum irgendwie groß Zukunft aktuell. Man weiß halt nicht, wie sich das entwickelt. Ich denke, Projekte, die stark mit Regulierungsbehörden zusammenarbeiten, jetzt auch gerade in dem Bereich Tokenisierung, ich denke, da ist sehr viel Wachstum noch möglich, weil der Bereich ist für mich einfach noch unter dem Radar von vielen Anlegern. Und auch da hatte ich mal in einem anderen Podcast da das Projekt LCX empfohlen, die in Liechtenstein sitzen, die da wirklich sehr stark 8 starke Blockchain-Regularien haben, verschiedene Gesetze extra entwickelt worden sind. Und auch da wurden jetzt zum Beispiel Diamanten tokenisiert auf der Blockchain mit Diamonds, auch interessantes Projekt. Und auch da kann ich, da habe ich auch gesehen, dass Regulierung macht unter anderem schon natürlich, oft auch Sinn. Es wird halt immer schwieriger, auch jetzt anscheinend auch für so eine DEX, das Ganze zu sagen, nein, wir sind dezentral, auf Deutsch gesagt, ihr könnt uns mal, ja. Auch da wird natürlich der Druck extrem erhöht auf die jeweiligen Entwickler und die Leute, die dahinter stehen. Mike, weil du sagtest, in deinem Portfolio, ja. Wir hatten, vielleicht stellst du dich nochmal ganz kurz vor, weil vielleicht noch nicht alle dich kennen, ja, das haben wir ja heute nochmal ganz am Anfang gar nicht gemacht. Aber ja. Wenn du sagst, dein Portfolio,
dann ist da ja irgendeine Unternehmung oder sowas dahinter. Ja, ganz genau. Ich habe die Kryptoanalysen MSP gegründet. Da gibt es jedes Jahr gibt es da Updates. Da empfehle ich Krypto-Projekte. Es gibt ein Anfängerpaket und ein Profi-Paket. Und da werden Fundamentalanalysen gemacht, also wirklich Projekte, die sehr gut aufgestellt sind, keine Pump and Dumps, also hoch, runter, Projekte, die mit irgendwelchen Hypes nachlaufen oder hochgepusht werden, sondern da ist wirklich das Ziel, dass die Endkunden sich wie ein Börsenbrief sozusagen, ja, kennt viele aus der Aktienwelt, dass sie sich sozusagen ja mein Produkt holen und sie eine Fundamentalanalyse kriegen. Wer sind zum Beispiel die Entwickler, wer sind die Gründer, was ist das Projekt, was gibt es für eine Konkurrenz, wie groß ist der Markt, dass sie eigentlich eine Komplettanalyse haben in kürzester Zeit. Und dass sie sich nicht stundenlang mit dem Kryptomarkt beschäftigen müssen. Und da ist das Ziel, dass sie auf Jahre diese Projekte auch halten, beziehungsweise ganz Stück für Stück Gewinne mitnehmen und nicht so, wie es auf verschiedenen Trading-Anbietern ist. Ja, heute steigst du ein, ein paar Monate steigst du wieder aus. Weil wie gesagt, ich bin halt schon seit 2015 drin im Markt. War früher auch mal im Vertrieb sehr stark tätig, Network Marketing mit Investmentprodukten. Und da habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass 90% der Anleger wollen einfach mal einmal investieren, das Geld liegen lassen, so wenig wie möglich eigentlich damit zu tun haben und nicht ständig kaufen, verkaufen, da jetzt anmelden, da rüberschieben, ist allen zu viel. Und deswegen eigentlich so diese Grundidee entstanden von diesen Kryptoanalysen, weil ich selber so ein ähnliches Produkt gesucht habe. Mittlerweile gibt es auch noch 3-4 andere Konkurrenten. Aber ich habe sehr, sehr viele zufriedene Kunden und der Preis ist auch im Rahmen drin. Es ist eine Einmalgebühr, kein monatliches Abo. Und wie gesagt, in kürzester Zeit kriege ich Krypto-Projekte vorgestellt, die wirklich auch Potenzial haben für die Risikobereitschaft jeden Einzelnen. Deswegen habe ich ein Anfänger- und ein Profi-Paket. Und Anfängerpaketen sind dann etablierte Kryptowährungen. Da ist natürlich die Downside nicht so tief, ja, also jetzt wie Bitcoin, Ethereum. Die Upside ist vielleicht eventuell nicht so hoch. Und denn beim Profi-Paket sprechen wir von mittleren Marktkapitalisierungsprojekte, so ab Platz, sagen wir mal, 50 bis 600 ist dabei. Und da kriegen wir natürlich von, ja, Upside kann natürlich sehr, sehr stark sein, je nachdem, oder 10x, 12x oder sogar noch mehr. Und die Downside ist natürlich da relativ höher. Also wir haben jetzt im ersten Jahr, um das noch kurz auszuführen, im ersten Jahr haben wir insgesamt mit pro Empfehlung beziehungsweise pro Analyse, es ist keine direkte Kaufempfehlung aus rechtlichen Gründen natürlich, es ist eine Analyse, und haben wir ungefähr 980% gemacht. Ja, man muss natürlich dazu sagen, der Markt hat mitgespielt. Es gibt natürlich auch, der Markt muss mitspielen. Es war natürlich eine extreme hohe Phase ab 2020. April, Mai ging es eigentlich nur aufwärts nach dem Covid-19-Schock. Muss ich natürlich noch dazu sagen, Ziel ist aber natürlich jetzt von meiner Seite aus, mit jedem Projekt, was wir vorstellen, den Bitcoin out zu performen. Ich denke, das ist der Maßstab. Aber ich denke, wenn man den Bitcoin schlägt mit einer Empfehlung, ist es das Ganze schon wert. Da ist der Bitcoin einfach für mich und für uns, für mein Team da der Maßstab. Ne? Und können Bürger aus Deutschland, die in Deutschland versteuern müssen, dein oder euer Krypto-Angebot auch, ich sag mal, nutzen? Ja, sicherlich. Also im Endeffekt, es ist im Endeffekt ein PDF-Format. Ja, sie kriegen ein E-Book zugestellt und dann können sie pro Anfängerpaket sind 5 Empfehlungen, Profi sind 5 Empfehlungen. Und dann können Sie selber entscheiden, macht das Sinn, was er sagt, macht da keinen Sinn. Sie können auch nur 3 auswählen. Und da haben wir uns halt für gewisse Projekte entschieden, wo wir einfach auf Jahre natürlich, es wird auch empfohlen, ich schreibe auch ein Vorwort, wenn du nicht mal die Projekte 3 bis 5 Jahre halten willst, also praktisch früher einfach keine richtige Strategie hast, beginnst du eigentlich schon den ersten Fehler. Und das ist natürlich auch wichtig. Ja, man muss hier wirklich mittelfristig, langfristig denken, weil ich hier natürlich nicht auf irgendwelche Trends oder Hypes ausspringe. Aber das ist auch alles denn im Vorwort wirklich auch, auch gut beschrieben. Und da gehe ich da halt auch schon ziemlich tief rein in das Thema. Auch Exit-Strategie und so weiter, wo die Leute einfach... Machen wir mal nicht den Werbeblock zu lang. Ja, tut mir leid, wo die Leute natürlich auch dementsprechend mit der richtigen Strategie reingehen, weil das ist natürlich auch entscheidend, ne? Muss man natürlich sagen. Aber du, ist schon klar.
Marc, du hattest jetzt auch ein paar Mal das Wort Bitcoin in Hand genommen, oder ja. Mund genommen vielmehr, nicht in der Hand. Ja. Was ist denn da jetzt in der Ukraine passiert mit dem Bitcoin? Kann ich dir gerne sagen, in der Ukraine ist es so, das Parlament hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, beziehungsweise es wurde verabschiedet nach meinen Informationsquellen, dass der Bitcoin und andere Kryptowährungen als offizielles Zahlungsmittel man sie einsetzen kann, aber es ist kein Muss. Also das ist ganz wichtig zu verstehen. Und als Hintergrundinformation ist es noch so bei der Ukraine, ich weiß nicht, ob das viele wissen, mit über 40 Millionen Einwohnern gehört die Ukraine zu den Top 5 Ländern mit der höchsten Kryptoadaption, weil es wird geschätzt, dass 5,5 Millionen Menschen, also 12,7% der Bevölkerung in der Ukraine Kryptowährung halten. Gerade auch, weil die eigene ukrainische Währung, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Hryvnia oder Grivna. Grivna heißt. Grivna, ja, man sagt doch Grivna, ja. Die hat wirklich seit 2014 massiv an Wert verloren gegen den US-Dollar. Und das ist, ja. So und nicht nur gegen US-Dollar, auch gegenüber einem Euro. Ja, das natürlich. Mhm. Oder den Schweizer Franken. Ja, alle, die sich dem Erdöl ausliefern, naja, gut, okay. Aber ja, natürlich der Bitcoin, ja, mit Kriegseintritt, wollen wir mal kurz erwähnen, am 24. ist der Bitcoin ja ganz schön runtergefallen und mittlerweile hat er sich wiederholt und ist eigentlich im Steigen. Das zeigt ja, dass er doch sehr wertstabil ist. Offensichtlich wertstabiler als dieser US-Dollar. Und na, schauen wir mal, wie das weitergeht. Bin da gespannt. Es ist normal, bei Krisensituationen wird am Anfang immer da erstmal ausgecashed, wo es am einfachsten ist. Aktienmarkt, Währungsmarkt. Ja. So wichtig ist aber halt, dass der Bitcoin sich von den Dip relativ schnell auch wieder erholt hat. Wir haben ja die Meldung auch mit Kanada gehabt, dass da Bitcoin eingefroren wurden. Aber es war ja nicht nur Bitcoin, was da eingefroren wurden, sondern es wurden ja auch Bankkonten gesperrt von den LKW-Fahrern plus Verwandte, Bekannte. Und dadurch hat es natürlich einen ziemlichen Run auf die Geldautomaten gegeben. Und auch viele haben ihre kanadischen Dollar in die USA überwiesen und dadurch ist natürlich eine erhöhte Nachfrage nach dem US-Dollar gekommen, was natürlich auch wieder den US-Dollar nach oben gedrückt hat. Als ich gestern geguckt hatte, war er bei 1,10 Euro. Ich glaube, vorgestern oder sowas oder Tage davor war es noch 1,11 Euro. Gut, als zeitloses Thema habe ich heute mir die drei Anwendungsfälle der Blockchain-Technologie überlegt. Eine Blockchain macht ja eigentlich nur Sinn, wenn sie dezentral geführt wird und alles andere lässt sich auch mit einer zentralen oder verteilten Datenbank viel besser erledigen. So, und der Hauptanwendungsfall der Blockchain-Technologie ist meiner Meinung nach freies Geld, das den Nutzern gehört. Und dieses freie Geld kann erlaubnisfrei übertragen werden, es kann nicht für ungültig erklärt werden und es kann natürlich auch nicht eingefroren werden. Und jeder kann es nutzen. Er muss es aber nicht. Das ist quasi der erste Anwendungsfall. Hauptvertreter ist, den kennen wir alle, fängt mit B an. Der zweite Anwendungsfall der Blockchain-Technologie ist die Notarfunktion. Das heißt, ich will irgendwas zu einem bestimmten Zeitpunkt beweisen, dass ich etwas wusste. Oder ich will halt irgendeine andere Bestätigung haben, dass irgendwas zu einem bestimmten Zeitpunkt so war. Und das kann ich halt mit Hilfe der Blockchain-Technologie, weil die halt unveränderbar ist, kann ich den Hash oder auch das Datum, Singular von Daten, in die Blockchain reinschreiben. So, und der dritte Anwendungsfall der Blockchain-Technologie sind halt programmierbare Zahlungen, nicht programmierbares Geld. So, und programmierbare Zahlungen sind codebasierte Werteübertragung und ein Beispiel dafür sind dezentrale Finanzen, so wie unser Podcast heißt. Im Gegensatz zu den programmierbaren Zahlungen gibt es dann noch programmierbares Geld. Und beim programmierbaren Geld, das ist eigentlich was relativ Übles, da werden halt Eigenschaften vom Geld eingeschränkt. Zum Beispiel, dass ich mit dem Geld nicht beim Aldi einkaufen kann oder dass das Geld am Monatsende verfällt. Oder dass ich dem Mark das Geld nicht überweisen kann, weil er halt nicht in Deutschland ist, sondern in der Schweiz hockt und so weiter. Also das ist halt auch wichtig zu verstehen, programmierbares Geld, programmierbare Zahlungen. Das eine ist was Positives, das andere ist nichts Positives. Fragen dazu?
Eigentlich nicht. Mit programmierbares Geld ist natürlich so, man munkelt ja, dass gewisse Eliten das einführen wollen, ja, Thema Grundeinkommen. Und da muss man wirklich extrem aufpassen, auch aufklären. Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Für viele ist es noch gar nicht bewusst. Aber ja, ich bin mal Also gespannt, was jetzt kommt. es wird kein bedingungsloses Grundeinkommen werden. Also es muss kommen, ne? Aus verschiedenen wirtschaftlichen, ökonomischen, finanztechnischen Gründen. Es ist kein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern es wird ein bedingtes Grundeinkommen sein. Nur wer sich ordentlich brav verhält, wird das Geld kriegen. Siehe Kanada und auch in Deutschland, wenn ich mir jetzt da gucke, wer da wie gekündigt wurde, nur aufgrund seines Reisepasses, wird es ganz stark in die Richtung gehen. Ralf, du bist Ja. dran mit deinem Zitat des Monats. Ja, auch ein bisschen aktuell. Ja, leider Gott, kommt da auch wieder das Wort Krieg drin vor, aber ist ein bisschen eigentlich auf unsere Situation, wie ich das bei uns so fühle. Solange es Schutzzölle, Wanderungsverbote und Zwangsschulen und Zwangsunterricht, Interventionismus, Etatismus gibt, werden immer wieder Konflikte entstehen, die zu kriegerischen Verwicklungen führen. Zitat Ludwig von Mises. Ja, wir sind letztendlich in einen Handelseinschränkungen jetzt eingetreten, beziehungsweise ich fühle mich zumindest auch bei uns in Deutschland. Der Staat hat einen so hohen Dirigismus entwickelt und ist übermäpfig geworden. Also es wurde seit Jahren von irgendwelchen Bürokratieabbau gesprochen. Also ich rätsle immer mehr, wo das noch hinführen soll. Ich stelle mal da wirklich, ich sage mal, die österreichische Schule als den Ausgangspunkt für einen möglichen Neuanfang. Nehmen wir uns an, unser Geldsystem bricht irgendwie zusammen. Es scheint ja unausweichlich zu sein. Hoffentlich bricht es so zusammen, dass es nicht in einer kriegerischen, für uns kriegerischen Auseinandersetzung endet, wie das so nach dem ersten, zweiten oder aus diesen Weltkriegen so hervorgegangen ist, wo ja doch immer letztendlich auch die Vorboten im Geldsektor das angekündigt haben. Auch in anderen Gegenden oder zu anderen Zeiten auf unserem Planeten war das immer so. Und wenn, dann hoffe ich, dass die österreichische Schule, die ja auch, ich sag mal, die Begründung sozusagen jetzt oder ihre praktische Umsetzung im Bitcoin finden könnte, dass das zu einem Neuanfang der Geldwirtschaft oder des Begriffes, wie wir Geld nutzen wollen, führen könnte. Und du hast ja da auch im Buch mal erwähnt, der Bitcoin-Standard. Und dieses Buch könnte ja auch sein, dass das dazu kommt, dass Bitcoin eben nicht nur Geld ist, sondern eine Philosophie, eine Lebenseinstellung. Und muss man schauen. Ich denke, wir müssen wieder mehr Freiheit, mehr Selbstverantwortung zulassen für den Einzelnen. Und da müsste in Deutschland mal eine Veränderung stattfinden, dass wirklich die Selbstverantwortung überhaupt noch wahrgenommen werden kann. Es wird alles vorgegeben, dirigiert, überreguliert. Das ist zumindest für mich kein gutes Zeichen. Du hast das K-Wort in den Mund genommen. Also ich kann dir nur sagen, aus historischer Betrachtung, der Krieg wird immer dazu verwendet werden, um Schwächen des Finanzsystems zu überdecken und um eine Begründung zu finden, warum man jetzt eine Währungsreform machen muss und einen neuen Reset. Und das habe ich eigentlich für jetzt, also für das Ende des aktuellen Finanzsystems auch vorausgesehen. Und deshalb hast du dich nach Costa Rica schon abgesetzt, weil du denkst, auf Richtig. deutschem Boden wird es ein bisschen heiß werden oder in Europa. Richtig, ja. Ja, Genau. die Diskussion ist nicht, ich meine, in der Ukraine beschießt man zurzeit irgendwelche Atomkraftwerke, wo es auch gebrannt haben soll. Was natürlich durchaus zu Tschernobyl 2 oder schlimmer führen kann. Und dann kommt ja eins ums andere, ne? Und am Ende weiß man nicht mehr, was war wirklich der Auslöser für irgendwelche Leute, die da durchgebrannt, durchgedreht sind oder keine Ruhe, sage ich mal, kein ruhiges Gemüt bewahrt haben. Also die Verquickung von irgendwelchen unbekannten komischen Zufällen, man weiß es nicht. Wollen wir nur hoffen, dass das alles gut ausgeht und ja, wenn es wirklich zu so einem schlimmen Unfall kommt,
Tor, dann nützt es dir in Costa Rica auch nicht viel. Lebst bloß 2 Wochen länger. Aber ich kann 2 Wochen länger Bier trinken. Oder Wein. Ja. Wenn du genug hast. Hab ich. Nein, wir wollen wir denken positiv, wir sind optimistisch und das sollten unsere Zuhörer und Zuschauer auch sein und bleiben. Es wird alles gut, wir arbeiten dran. Es liegt auch viel an uns selbst, ja. Ob wir das, was man uns da so vorsetzt, hinnehmen oder ob wir zusammen mit anderen in Gemeinschaften versuchen, etwas zu verändern oder wie stark wir uns auch machen. Es liegt an uns selber letztendlich. Marc, du hast ja auch einen Spruch des Monats, ein Zitat des Monats rausgebracht. Ja, ich habe auch eins gehabt. Ja, Maximilian ist immer für die Verlierer. Das ist von den wertgeschätzten Kollegen Julian Hosp. Auch das zeigt ganz klar, aber jetzt nicht wieder Werbung machen, aber ich habe ja auch einen Telegram-Kanal und ich hatte schon im November gesagt gehabt, noch schon ein bisschen eher, ich würde langsam mal empfehlen, ein bisschen umzuschichten für viele, die starke Gewinne mitgenommen hatten die letzten 1-2 Jahre. Und ich sehe auch immer wieder, Gier frisst Höhen, wie gierig manche auch mal werden, denken, es geht immer noch höher, es geht höher, es geht höher. Aber sie mal wirklich mal eine richtige Strategie entwickeln. Oder jetzt auch die Personen, die jetzt diesen Dip aufgekauft haben, sag ich mal, jetzt, wo jetzt der Kriegsdip, sag ich mal, ja, da haben viele 10, 15 bis, ich glaube, Luna sogar 20-30% hätte man mal machen können. Und auch da jetzt mal Gewinne mitnehmen und da nicht einfach immer zu gierig zu werden. Und deswegen denke ich, passt es auch gut aktuell hier rein. Mein Zitat des Monats kommt von dem Autor des Bitcoin-Standards. Und der hat mal gesagt, Bitcoin ist Konsens ohne Krieg. Tja. Finde ich auch ganz gut. Kann ja jeder mal ein bisschen drüber nachdenken, was er damit meint. Also ist eine ziemlich philosophisch kurze Aussage, aber... Ja, Bitcoin ist nicht nur Geld, sondern mittlerweile es wird immer mehr Philosophie und Ökonomie. Ja. So, dann kommen wir zum Ausblick. Der Ausblick sieht dieses Mal blau-weiß aus, und zwar die Fahne von El Salvador. Das heißt, das Team von defi.jetzt, sprich der Ralf und ich, wir planen als zweite deutsche Delegation nach El Salvador zu reisen. Ich fahre mit dem Auto hin, der Rest darf mit dem Flugzeug kommen. Mit dem Schiff kommen. Oder mit dem Schiff, ja, kannst du auch. Um sich über den aktuellen Stand der Bitcoin-Projekte im Land zu informieren. Da sind wir dran, ein Programm zu organisieren. So grober Termin, 20. bis 30. Mai. Und die Veranstaltungen oder die Termine werden halt in der Kernwoche 23. bis 27. Mai diesen Jahres sein. Also das ist Montag bis Freitag. Und wenn du, lieber Zuhörer oder Zuschauer, mitkommen willst, dann schreib uns doch an über Telegram oder über einen anderen Kanal, warum du mitkommen willst, und dann schauen wir mal, ob wir das dann auch hinbekommen. Apropos Schiff, also es könnte wirklich so sein. Ich plane ja auch mit Titus Gebel, das ist ja der Gründer von Free Private Cities, auch ein Blockchain-Meetup zu machen demnächst. Und er hat ja in Honduras auf der Insel Roatan dort so eine freie Privatstadt gegründet. Eventuell gucke ich mir das kurz vorher an und würde dann versuchen, wirklich von dort mit dem Schiff nach El Salvador zu kommen. Das liegt ja so weit nicht auseinander. Ja. Vielleicht komme ich dann wirklich mit dem Schiff. Mal sehen. Gut. So, unsere Erreichbarkeiten, da der Mario nicht da ist, mache ich das mal diesmal. Also ganz normal erreicht ihr uns über die Homepage www.defi.dezentralefinanzen.jetzt. Oder ihr könnt in unseren Telegram-Kanal kommen, defi-jetzt oder defi-chat. Dann findet ihr Blockchain-Espresso-Folgen und aber auch die von defi.jetzt in eigenen Kanälen auf den üblichen bekannten Podcast-Plattformen. Und auf Hive findet ihr mich bc-i und auf Getter tor-alexander oder auf YouTube, wenn ihr da halt nach meinem Namen sucht. So, das war's für heute. Marc, hast du noch? Du bist ja ein richtiger Mediengigant mittlerweile. Ja. Das ist da unglaublich.
Ja, ich wollte mich noch bedanken, dass ich da sein durfte. War eine angenehme Runde. Ist auch schön, wenn man die ganzen Sachen nochmal Review passieren lässt. Und ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Ja, danke, dass du da warst. Also, tschüss, macht's gut. Danke.